Hallo und willkommen zu City Vision, das Magazin. Wussten Sie es? Die Deutschen haben dieses Jahr schon 47 Millionen Hektoliter Bier getrunken. Ja, wir hatten natürlich einen heißen Sommer, wir hatten eine Fußball-WM, aber vielleicht gönnen Sie sich ja jetzt auch mal ein schönes Bierchen zu diesen Themen hier. Hätten Sie es gewusst, unser Quiz zieht uns dieses Mal nach Aiken. Die nette Toilette, die gibt's jetzt auch in Mönchengladbach. Wir erklären, wo Sie sie finden. Und Kindeswohl, Arthouse-Kino Mönchengladbach, das gleich im Kinotipp. Wenn Sie bislang immer regelmäßig City Vision geschaut haben und alle Folgen von Hätten Sie es gewusst gesehen haben und nichts verpasst haben, dann haben Sie jetzt wahrscheinlich schon ein super Fachwissen über Mönchengladbach. Das wollen wir jetzt noch ein bisschen ausbauen. Unsere heutige Fragerei, die zieht uns nach Aiken und zu etwas ganz Besonderem. Ich verrate so viel, das hat mit Fußball zu tun. Und herzlich willkommen zu Hätten Sie es gewusst. Heute sind wir in Aiken und kennen Sie die drei hinter mir? Ja, natürlich. Wer ist das denn? Fuchs, Netzer, Binni. Ja. Wimmers. Irgendwas mit Fußball war das mal. Ich glaube, der Fuß Deutschland-Weltmeister geworden wurde. Ja, Berti Fuchs, ist das? Die Gladbacher Spieler damals, in den 70ern. Ja, wer denn noch außer Fuchs? Fuchs, Günther Netzer. Ja. Und der? Ja. Der fällt mir jetzt ein. Fällt mir jetzt nicht ein. Nee. Bin ich nicht. Sagen die euch was? Ich komme nicht von hier, tut mir leid. Müsste schon mal eben so reinziehen. Haben wir das was sagt? Nee, eigentlich gar nicht. Nee. Haben sich noch nicht bei mir vorgestellt. Nee, bei mir auch nicht. Das ist doch einmal Zinedine Zidane. Patrick Owomoyela. Ich weiß nicht, wie ist das? Ich kenne das nicht, ne? Das ist der Berti Vogts, der Günter Netzer und Günter Netzer und noch was. Noch wer? Das ist ein Fußballer, alles drei, ne? Doch, bekannt war ganz einfach ein Fußballer. Das könnte hier in München-Gladbach irgendwo, ne? wenn die hier in der Stadt das sind. Das könnte wahrscheinlich hier in der City sein. Nee, das ist ein Icon. Das? Ja, wo das stehen könnte. Nee, auch nicht. Ahnung, Moment, das Haus hier. Nee, das sagt mir auch nichts. Nee, gar nicht. Ich hab das auch noch nie gesehen. Wo ist das? In Aiken. Weil der Verein da gegründet wurde. Eine Besonderheit ist, dass man die Statuen bewegen kann. Dann lösen wir mal auf. Das hier ist Günther Netzer, wahrscheinlich der bekannteste von allen. Das hier ist unser Ex-Nationaltrainer und bekanntes Fohlen Berti Vogts. Und zu guter Letzt Haki Wimmer, der leider heute nicht mehr allen bekannt ist. Hätten Sie es gewusst? Netzer, Vogts und Co., so habe ich ja das gelernt. Jetzt hat Co. auch endlich einen Namen. Wir machen jetzt weiter mit den Nachrichten. Hier kommt der Newsflash. In Hart kam es am Montag zu einem Dachstuhlbrand in einer Doppelhaushälfte. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, musste die Feuerwehr gleichzeitig das Übergreifen des Brandes auf die andere Haushälfte verhindern. Zurzeit ist das Wohnhaus noch nicht wieder bewohnbar. Alle Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen, jedoch wurde eine Mutter mit ihrer Tochter mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Durch eine Kooperation mit Nextbike und der Santander Bank sollen bis zum Wochenende 35 Leihradstationen entstehen. Die Stationen werden unter anderem am Santanderplatz, am Bismarckplatz und an beiden Hauptbahnhöfen zu finden sein. Um ein Fahrrad ausleihen zu können, benötigt man die App Nextbike oder man ruft einfach unter der gleichnamigen Servicenummer an. Dort muss man dann eine Zahlungsart hinterlegen. Die Räder kosten 1 Euro pro halbe Stunde. In der heutigen Nacht ist der Himmel klar und wolkenlos. Es erreicht uns eine Tiefsttemperatur von 16 Grad.
Am Donnerstag scheint die Sonne und der Himmel ist wolkenlos. Es erwartet uns eine Temperatur von 27 Grad. In der Nacht bleibt der Himmel klar und die Tiefsttemperatur liegt bei 19 Grad. Und hier die weiteren Aussichten. Am Freitag ist es wechselhaft mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperatur liegt bei 20 Grad. Am Wochenende bleibt es wechselhaft, teilweise kann es auch regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 19 Grad. Manchmal geht es einfach nicht mehr. Aufhalten, ignorieren, dann klappt es einfach nicht. Dann sucht man eine Toilette. Aber wo eine finden? Einfach irgendwo klingeln und sagen, kann ich mal, macht man ja nicht. Und öffentliche Toiletten, die sind in Mönchengladbach Mangelware. Da soll jetzt die nette Toilette Abhilfe schaffen. Was das genau ist, schauen Sie mal selbst. Wohin muss man, wenn man mal muss? Öffentliche Toiletten, die sind in Mönchengladbach ziemlich rar. Und mal ehrlich, so richtig gern will man da ja nun wirklich nicht hin. Das ist auch in anderen Städten so. Daher gibt es jetzt bundesweit die Aktion Nette Toilette. In rund 260 Städten gibt es sie bereits. Das Konzept: In Restaurants, Geschäften oder Behörden kann man eine Toilette benutzen und braucht nichts bezahlen. Für die Städte ist das eine Notlösung oder besser eine Notdurftlösung. So spart man sich den Bau und Unterhalt von öffentlichen Toiletten. Bei der öffentlichen Toilette, da mag ja keiner wirklich so drauf gehen mit diesem UV-Blaulicht. Und da denkt man wirklich, dass es da sehr dreckig ist, hat einen schlechten Ruf allgemein. Manchmal ist es gar nicht so dreckig, aber oft findet man die dann doch, wenn man da reingeht, leider nicht so sauber vor. Der quadratische Grinsekopf weist den Weg. Überall, wo dieser Aufkleber ist, ist auch eine nette Toilette. Einfacher als suchen aber ist die App. Einfach kostenfrei auf das Smartphone installieren. Hier findet man eine Übersicht. Mehrere Länder machen bereits mit. In Deutschland sind es schon 260 Städte. Mönchengladbach ist auch dabei. Ein Blick in die Liste verrät, 20 nette Toiletten kann man hier finden. Dabei sind Gastwirtschaften, ein Bäcker, einige Geschäfte, aber auch die Stadt macht mit. So stehen in den Verwaltungsgebäuden die Toiletten zur freien Verfügung. Zum Beispiel hier auf der Aachener Straße oder am Rathaus Reit. Für die Stadt ist das ein gutes Konzept, um Kosten zu verringern. Sie gibt etwas Geld dazu und muss keine neuen Toiletten bauen. Eine kostet bis zu 130.000 Euro plus Reinigung und Pflege. Doch fürs Geld macht das niemand. Eine nette Toilette, das ist Ehrensache. Also eigentlich ist es ja selbstverständlich, finde ich, ne? Dass man das zulässt. Aber dass man das auch von außen erkennen kann, dass man hier reinkommen kann. Und es ist überhaupt kein Problem, die Toilette zu benutzen. Fanden wir gut und unterstützen wir natürlich. Wir sind froh, dass wir jetzt von der Stadt unterstützt werden dahingehend und werden auch in Zukunft noch mehr nette Toilette sein. Das heißt, bei uns wird es auch Sachen geben wie Haarspray, ich sag mal alles andere, was man so braucht, ein Gel oder ein Deo oder sowas. Sowas zählt für uns auch neben der Sauberkeit als nette Toilette. Die nette Toilette ist ein super Projekt von der Stadt Mönchengladbach und wir wollen natürlich Teil dieses Netzwerks sein und unsere Toilette war tatsächlich schon immer ziemlich nett und jetzt können wir es halt auch nochmal damit zeigen. Es kommen immer wieder Nachfragen, auch schon vor Start des Projektes und ich denke, jetzt braucht es noch ein bisschen Zeit, bis wirklich auch die Bürger und die Bürgerinnen davon erfahren. Aber es kommen immer wieder Anfragen und wir freuen uns, da eine offene Tür zu sein. Bei den 20 stillen Orten muss es in Mönchengladbach nicht bleiben. Schon haben noch mehr Geschäfte Interesse gezeigt. Wenn es also mal dringend ist, lohnt es sich demnächst, Ausschau zu halten nach dem Aufkleber der netten Toilette. Thank you.
Vieles bezahlen kann alles, was Bargeld kann. Fast alles. Zahlen ist einfach, weil man dafür nichts weiter als das Handy braucht. Silenzio! Stupido ignorante! Psst! Jetzt bitte alle Handys ausschalten. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Morgen. Guten Morgen, Katrin. Ja, gut geschlafen. Ach, sei Dank. Das freut mich. Dann gehe ich doch mal gucken. Das ist mein Traumjob schon immer gewesen und das wird da auch bleiben. Wenn man mit den Kindern einfach hier den ganzen Tag zusammen ist und so eine Lebensfreude ausgestrahlt wird, da freut man sich natürlich auch, macht seine Arbeit einfach unglaublich gerne und geht auch gut gelaunt nach Hause und das ist natürlich schön. Mir macht das total viel Spaß, dass man viel mit den Kindern machen kann, dass man den Alltag von den Kindern auch ein bisschen im Blick hat. Das macht, finde ich, mir ganz viel Spaß, dass man quasi das gesunde Leben versucht zu fördern. Die Arbeitszeiten hier bei Kitties at Home sind super flexibel. Man kann quasi auch öfters mal sagen, wann man zum Beispiel mal ein Wochenende frei haben will, weil man da was geplant hat. Hallo. Tatjana, na, wie geht's dir? Sehr gut. Und selbst? Auch, danke schön. Bringst den Leistungsnachweis? Einmal Stereo. Dankeschön. Und einmal Handschuhe. Danke. Wir und unsere kleinen Patienten brauchen deine Unterstützung. Also bewirb dich bei uns. Wir freuen uns auf dich. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Deutschen Kinderschutzbundes findet am Weltkindertag in der Geschäftsstelle auf der Hindenburgstraße eine Feier statt. Sie startet am Donnerstag gegen 16 Uhr und endet ca. um 18 Uhr. Für die Eltern wird es viele Informationen geben, aber die Kinder kommen natürlich nicht zu kurz. Es gibt Spiel und Spaß, sowie den Zauberer Bernhard. Viel Spaß! Das ist die Zahl dieses Jahres, zumindest für die Kinobetreiber und für all diejenigen Kreativen, die Filme machen. Hitzewelle, Fußball-WM. Seit 26 Jahren sind nicht mehr so wenig Leute ins Kino gegangen wie in 2018. Ich denke, diese Bilanz, die können wir noch rumreißen. Aber das bedeutet, ins Kino gehen, ins Kino gehen, ins Kino gehen.
Zum Beispiel hier im Haus Zohr. Ich finde es ja immer wieder toll, wie sich das Kino präsentiert. Hier laufen Blockbuster an, richtig großes Kino. Aber es ist auch Platz für Arthouse-Filme. Und diese Woche, da gibt es hier einen, nämlich Kindeswohl. Ja, und dass hier gutes Kino läuft, dafür stehen zwei Namen. Einmal Stanley Tucci und Emma Thompson. Sie spielt eine Familienrichterin, deren Leben gerade nicht besonders einfach ist. Ihr Mann bittet sie, eine Affäre haben zu dürfen. Und sie verhandelt gerade einen Fall über einen Jungen bei den Zeugen Jehovas. Und sein Glaube bringt ihn in Gefahr. Und all das bringt ihr Leben gerade gehörig durcheinander. Weißt du noch, wie wir waren? Weißt du noch, wie wir... Fehlt dir das nicht? Okay. Jack! Jack! Es hat schon angefangen, oder? Sag mir die Wahrheit. Wie ist Ihr Name? Ich kann ehrlich sagen, dass es noch nicht angefangen hat. Wie ist Ihr Name? Melanie? Die Mathematikerin. Sie ist Statistikerin. Die mal zum Essen kam und uns so totgequatscht hat und uns den Boden mit ihren Stilettes ruiniert hat. Das ist absurd, sie ist halb so alt wie du. Gut. Wenn du so leben willst, bitte. Ich nicht. Ich werde diese Affäre haben. Und eine Scheidung und ein Kind, das ich dir nicht geben konnte? Nein, keine Scheidung, keine Heimlichtuerei, keine Lügen. Ich liebe dich. Und wir gehören zusammen. Aber ich hätte es auch heimlich tun können. Oh, wie anständig. Ich kann nicht fassen, wie cool wir sind. Eine offene Ehe. Der Zeitpunkt, das vorzuschlagen, Jack, war vor der Hochzeit, nicht 20 Jahre später. Ich... So ein Klischee. Wenn du das tust, ist es aus. Ganz einfach. Drohung? Versprechen. Ah, Fiona! 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 Oh, schau! Verdammt nochmal, mein Kaffee. Ich hatte wahnsinnig guten. Nein, ich habe keine Zeit. Dauert keine Sekunde, den habe ich von Sandley. Hör zu, Kreuzverhör. Es wird ein Pathologe gefragt, ob er absolut sicher sagen kann, dass ein bestimmter Patient vor Beginn der Autopsie tot war. Absolut sicher, sagt der Pathologe. Oh, wie können Sie da so sicher sein? Weil, sagt der Pathologe, sein Gehirn in einem Behälter auf meinem Tisch lag. Ah, sagt der Anwalt, aber könnte der Patient nicht trotzdem noch gelebt haben? Nun ja, sagt der Pathologe, es ist möglich, dass er noch gelebt hat und irgendwo als Anwalt tätig war. Als Anwalt tätig. Was für ein Film. Ich glaube, den kann man mit einem einzigen Wort zusammenfassen, nämlich klug. Recht und Moral, genau darum geht es hier. Das Ganze ist eine Buchverfilmung. Der Autor hat selbst das Drehbuch geschrieben. Ich finde, das ist oft eine heikle Sache, weil die Autoren nicht genug Abstand zu ihrem eigenen Stoff haben. Aber das hat ja wunderbar geklappt. Tolles Kino, das sich eindeutig an ein erwachsenes Publikum richtet. Emma Thompson, die zeigt ja schon seit Jahren, was sie drauf hat. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass sie es schafft, noch ein Schäufelchen draufzulegen. Und das schafft sie auch hier in Kindeswohl. Viel Spaß im Kino. Das war's. Cityvision, das Magazin. Morgen geht's natürlich weiter. Morgen, da ist auch Weltkindertag. Und da wollen wir Ihnen einmal erklären, was das eigentlich ist und was in Mönchengladbach am Weltkindertag gemacht wird. Das und mehr morgen hier bei uns in der Sendung. Ich sage, schön, dass Sie heute zugeschaltet haben. Machen Sie das auch morgen wieder.